Das muss die Schatzkammer sein. Wenn es etwas über die Familie zu erfahren gibt, befindet es sich hier. War's das? Ist das Großvaters Testament? Bringen wir es zur Mutter, damit das alles ein Ende nimmt. Es ergibt wohl keinen Sinn, die Neuigkeit zu verzögern. Ich meine ja nur, Blut ist dicker als Wasser und so, aber letztlich nutzt ihr meine Gastfreundschaft. Da ist es nur gerecht, dass ihr etwas dafür gebt. Einen monatlichen Beitrag. Ihr habt meine Kinder in die Knechtschaft verkauft. Und jetzt soll ich euch auch noch Miete bezahlen? Vielleicht nur einen kleinen Zuschuss bei den Lebensmitteln. Ihr solltet eher uns bezahlen, Onkel. Wir fanden das Testament. Großvater hat Mutter und uns alles hinterlassen. Er muss also doch noch bei Verstand gewesen sein. Seht selbst. Also, ich sollte... Vielleicht... An meine Tochter Leandra und alle Kinder, die sie geboren hat. Das Anwesen in der Oberstadt und alle damit verbundenen Einkünfte. Beachte den Abschnitt, in dem Gemlin lediglich ein Taschengeld zugestanden wird. Verwaltet von dir. Gemlin, wie konntet ihr nur? Ihr seid diejenige, die fortgelaufen ist, Leandra. Was ist denn jetzt mit Liebe ist viel wichtiger als Geld? Das gilt! Ihr seid nicht mal zur Beerdigung gekommen. Die Zwillinge waren eine Woche. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Ich musste mich um ein Leben kümmern, das ihr zurückgelassen hattet. Wie lange hätte ich denn warten sollen? Vermutlich habt ihr nicht mal die Asche kalt werden lassen. Ich habe mich um Vater gekümmert. Ich bin geblieben. Und noch auf dem Sterbebett hat er nur von Leandra gesprochen. Hört zu, Schwester. Es tut mir leid. Ich hätte es nicht tun sollen, aber ich habe es getan. Und jetzt kann ich nichts tun, um es zurückzukriegen. Das erwarte ich gar nicht, Gemlin. Mir reicht das Wissen, dass Mutter und Vater ohne Groll auf mich gestorben sind. Ich werde ein Gesuch beim Vicomte einreichen, dass uns das Anwesen wieder zuerkannt wird. Wenn der Erbauer es will, haben wir unser Haus in einigen Wochen zurück. Ihr habt weder das Geld noch das Ansehen, um beim Vicomte auch nur eine Audienz zu erhalten. Ihr müsst in dieser Stadt jemand sein, wenn ihr wieder in diesem Haus leben möchtet. Dann sollte ich sofort damit anfangen. Seid gegrüßt, Lord Carver. Unsere Titel schüchtern noch lange keine Templer ein, Schwester. Gibt es etwas, das du anders machen würdest, Bruder? Das ist nicht an mir. Wir sind gerade dabei, einen alten Namen für eine alte Frau wiederherzustellen. Und was geschieht, wenn wir das alles erreicht haben? Dann sitzen wir herum und reden darüber, wie großartig wir früher waren. Mutter wollte dieses Leben gar nicht zurückhaben, bis wir hier gelandet sind. Und dich interessiert es auch nur wegen der Templer. Also gut, Carver. Wie lautet dein Plan? Ich will nach vorne blicken, etwas Neues schaffen und nicht länger die Schulden alter Männer zurückzahlen. Und müsste ich zurückgehen, würde ich nicht nach uralten Namen suchen. Ich würde in Ordnung bringen, was wichtig ist, was falsch gelaufen ist. Wir können nicht einfach zurück. Das müssten wir auch nicht, wenn du das Richtige getan hättest. Lothering war unser Zuhause, nicht das hier. Wir hätten uns behaupten können. Du hättest den Ogre davon abhalten können, Bethany zu töten. Daran trifft dich ebenso viel Schuld wie mich. Ich habe nie in Anspruch genommen, das Familienoberhaupt zu sein. Ich auch nicht, aber irgendjemand musste dir doch den Arsch retten. Sehr schön. Ein gutes Gespräch. Schwester. Ich fühle... Ich weiß nicht. Es ist wie bei Mutter, die alles an uns ausließ. Dabei hatte sie nur Angst. Ich habe keinen Platz in dem Leben, das sie zurückzuholen versucht. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Aber ich muss meinen eigenen Weg finden.
Also was ist? Seid ihr hier, um euch über mich lustig zu machen? Gamlin ist mal wieder der Idiot. Gamlin ist der Narr, der sein Geld nicht mal zusammenhalten kann, wenn er es auf einem verdammten Silbertablett überreicht bekommt. Ich habe es versucht, wisst ihr, als Leandra gegangen ist. Aber natürlich hätte ihr niemand jemals das Wasser reichen können. Wie war sie so, als Mädchen? Wir sind nur ein Jahr auseinander. Aber für Leandra war das Zeit genug, um unsere Eltern für alle Zeiten um den Finger zu wickeln. Sie haben bei jeder Gelegenheit mit ihr geprahlt. Diese Schönheit, diese Klugheit, das Licht ihres Lebens. Soweit es sie betraf, hätten sie an diesem Punkt aufhören sollen. Ich habe die Adligen in dieser Stadt gesehen. Eure Eltern müssen doch ein Vermögen besessen haben. Wo ist das alles hin? Nun ja, ich habe jedenfalls nicht am Kai gestanden und es einfach ins Wasser geworfen. Ich habe versucht, es zu investieren. Mir wurde wärmstens empfohlen, in den Handel mit Kunari-Käse einzusteigen. Und natürlich hat ein Mann auch Bedürfnisse. Ich bestreite überhaupt nicht, dass ich mehr für mich selbst ausgegeben habe, als klug war. Aber ich dachte, es würde schon alles funktionieren. Ich bin mir sicher, ihr habt euer Bestes gegeben. Hört auf, mir Honig um den Bart zu schmieren, Herzchen. Ich habe während 2 Cholera-Epidemien ihre dreckigen Laken gewechselt und ihnen das Kinn abgewischt. Und dennoch war das letzte Wort meines Vaters Leandra. Ich sehne mich nicht nach Liebe. Aber zumindest hatte ich das Geld. Fühlt ihr euch fehl am Platze, Zwerg? Aber nicht dank dieser Kerle. Heutzutage bekommt man auch keine vernünftige Klinge mehr, wenn man nicht horrende Preise bezahlt. Ihr hingegen seid genau das, was ein Mann braucht. Ihr seid begeisterungsfähig und versteht euer Handwerk. Ihr könnt jederzeit anfangen, etwas Sinnvolles zu erzählen. Wo sind nur meine Manieren? Ja, wahres Tintop, Händler und Geldgeber. Ich brauche jemanden mit Vision, der mir hilft, das Wohlwollen der Kunari zu gewinnen. Das Wohlwollen der Kunari zu gewinnen? Palmer Bauer, wie klingt das denn? Diese Hornköpfe in Kirkwall haben ein spezielles Pulver. Es explodiert. Und es ist einfach nur Staub. Kein Lyrium, keine Dämonen. Jeder kann es verwenden. Oh ja, ich denke mir bei jedem zweiten Narren, dem ich begegne, der braucht unbedingt mehr Macht. Es ist also irgendeine Art von Kunari-Magie. Welchen Nutzen hat so etwas für einen Zwerg? Falls es Magie ist, dann ist es eine Art, die man herstellen kann. Und darin sind Zwerge äußerst bewandert. Aber dieser Arishok will einfach nicht mit mir handeln. Er hat gesagt, ich hätte dieselbe Krankheit der Geldgier wie ihre Ausgestoßenen, die Tervashoth. Er meinte zwar, ich sei nicht würdig, aber er hatte dabei dieses Funkeln in den Augen. Ich dachte also, ich heure ein paar Klingen an und... Und beweist euren Wert, indem ihr diese geächteten Tervashoth tötet. Das Problem dabei ist, dass ich kein Krieger bin, aber ich habe Geld. Ich würde sagen, ihr habt eine Abmachung getroffen, die ihr nicht einhalten könnt. Hat denn heutzutage niemand mehr Vision? Also gut, dann gehe ich jetzt eben selbst und schmiere einem Riesen Honig ums Maul. Ich hasse es, diesen Ochsenmenschen auf Schamhöhe gegenüberzustehen. Da wünsche ich mir, ich wäre steinblind. Aber falls ihr zufällig mal an der verwundeten Küste Köpfe der Tervashoth einsammelt, werde ich euch voller Freude im Areal der Kunari erwarten.